Ja, und damit begrüße ich euch ganz herzlich hier zu einer weiteren Folge dieses Hitman-Projektes. Und ja, wir sind letztes Mal hier aus der Forschung entflohen. Und wir müssen jetzt, soweit ich das gelesen habe, Sanchez finden. Was haben wir denn alles dabei? Wir haben unsere Balance und nichts dabei eigentlich. Okay, gut. Alles klar. Gibt's irgendwas? Sanchez ist hinter der Bühne. Was? Hinter der Bühne. Ich brauche eine Schlüsselkarte. Achso, hierfür bräuchten wir wahrscheinlich eine Schlüsselkarte. Ja. Alles klar. Oh, das sind ja ganz viele Leute. Oi, 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 oi. Das kann doch nicht wahr sein. Okay. Was ist jetzt schon wieder? Mein Backstage-Pass. Ich hatte ihn doch gerade noch. Das ist der Ausgang. Oh Mann, das kenne ich. Hab meinen letzte Woche verloren. Okay. Ich bin den ganzen Abend durch die Menge drücken und drängeln. Das war sowas von nervig. Ganz abgesehen davon, dass sie einem das Ding vom Gehalt abziehen. Also da hinten blinkt was, da gehe ich jetzt mal als erstes hin. Soweit die mich halt hier nicht sehen. Deckung wechseln. Okay. Oh Gott, das war falsch. Mensch, ich bleib jetzt da stehen. Hallo? Oh, hey, ja. Nein, du bist der Klamottentyp, oder? Gut, dass du anrufst. Der Patriot steht total auf die Farben. Findet er richtig gut. Komm, dreh dich um. Oh, oh, oh. Hey, was anderes. Ist das enger geschnitten als sonst? Mann, okay, ich bin nicht so eng vor. Du siehst aus wie ein Perverser, der ein 80 Jahre mit ihnen führt. Sie haben hier nichts zu suchen. Okay, gleich nochmal. Gleich nochmal. Das war ein wenig Fell. Ich wusste nicht, dass man da warten muss, bis die wegschauen. Was? Nein, komm schon. Bei Hitman muss man auch oft warten. Okay, was ist jetzt schon wieder? Bis einfach mal etwas passiert. Ich weiß, dass ich ihn hatte, das kenne ich. Hab meine letzte Woche verloren. Musste mich den ganzen Abend durch die Menge drücken und drängeln. Deshalb sage ich einfach mal, dass ich jetzt hier warte. So. Kann ich mich ein bisschen umgucken, also da hinten. Ich glaube, die Leute, die sind kaum auf uns aufmerksam. Da hinten blinkt irgendwas. Da blinkt, bei dem Essen blinkt was. Da kommen die zwei jetzt. Das wird mal irgendeinen Moment vielleicht geben, ich werde mal mein Mikro hier richtig machen, wo dieser Typ da hinten in dem Haus wahrscheinlich von dem Grill weggeht, wo ich dann irgendwas machen kann. Oh, 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 der leuchtet ja voll, der kann nicht hier rein. Konzentrier dich! Tüte! Tüte! Es gibt zwei Ausgänge. Einmal den und einmal da hinten. Okay, komm. Also jetzt ja nicht die Deckung wechseln. So, wo geht der jetzt hin? Okay, der geht jetzt da nach hinten. Oh. Da oben ist eine Kante. Ganz schlecht. Ganz schlecht. Ganz schlecht. Nach unten. Moment mal. Vielleicht habe ich sie da verloren. Das muss es sein. Okay, also. Fallen lassen. So. Was passiert denn, wenn ich jetzt. Aber. Okay, ich betrete das hier mal lieber. Weil das war ja schon wirklich ziemlich knapp. Nein, 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 nein.
Ah, okay, Generator ausmachen. Der Generator sorgt die Schwere. Komm schon. Du musst doch hier sein. Na, nicht schon wieder. Ich mach's. Scheißteil. Das ist nicht mein Job. Okay, aber was bringt mir das jetzt? Wenn ich ehrlich bin. Scheiße. Da blinkt irgendwas. Aber ich weiß halt nicht was. Und oder was es mir zeigen soll. Ich kann mich hier nicht verstecken. Ich könnte also... Hey, da läuft jetzt einer her. Fallen lassen. Da blinkt doch was. Schlüsselkarte, Schlüsselkarte! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wo kommt der hin? Komm schon! Bist du kleines Mistding? Das ist eine Verkleidung. Warum passiert mir sowas ständig? Jetzt muss ich aufpassen, wo der hingeht. Aber gleichzeitig auch der hier. Okay, okay, okay. Eigentlich alles cool. Vielleicht eher geduckt laufen, ich weiß ja nicht. Was? Nur was? Nur Kämpfer dürfen in diese Tür. Aber ich habe doch eine Schlüsselkarte. So. So, jetzt kommt doch... Okay, gut, alles klar. Nach unten klettern. Okay. Ah. Ganz zufällig. Was soll ich bereit für den Kampf? Absagen. Wir haben hier jede Menge zahlende Kundschaft. Ich beschütze nur ihre Investitionen. Keine Sorge, Sheriff Skurky hat sie in seiner Zelle im Keller. Ohne seine Erlaubnis kommt da niemand rein oder raus. Ich hole sie sofort nach dem Kampf wieder ab. Alles klar, ich lasse sie nicht mehr aus den Augen. Aha. Wo ist der jetzt hin? Wir haben heute einen tollen Hauptkampf für euch. Unser geliebter Lokalmatador Sanchez! Er tritt gegen den Mann aus Patrioten! Ehrlich gesagt will ich da gar nicht rein. Sanchez eliminieren. Der Patriot! Okay. Super, Schatz, toll! Oh! Oh, Emma! Aha! Okay!
Ja, Schatz. Ich kann jetzt nicht darüber reden. Nein, hier ist es tierisch laut. Hörst du das nicht? Nein, nein. Okay, dann gehe ich hier einfach mal rein. Und guck mal, was es hier so gibt. Oh, du Heilige. Ah, versteckt ist. Da oben blinkt was. Aber wie komme ich da hoch? Okay, sollen wir uns das mal angucken? Oh. Sieht so ein bisschen aus wie Wrestling The Rey Mysterio, muss ich ja sagen. Oh, jetzt hat er dem Eimer reingeschlagen. Okay, ich glaube, der Sanchez, das scheint hier ein großer Held zu sein, der hier alle fertig macht. Ein bisschen näher ranzoomen. Jawoll. Okay, da blinken überall Sachen. Was? Oh, 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 erkennen die mich? Ist das hier feindlich? Ja, scheint mir so. Da oben sind noch Zuschauer, das heißt, da könnte ich hin. Voraussichtlich, Hackbeil habe ich. Was ist Tabulator? Es muss einen Weg geben. Was? Lass mich doch das mal lesen. Hallo? Ja, es muss einen Weg geben, um auf die Stage zu da oben zu kommen. Okay. Mit ihm mal. Hallo? Ah, jetzt. Es muss einen Weg geben. Ja. Hier komme ich schon mal nicht lang. Das heißt, ich muss da irgendwie hinten hoch. Was? Flutlichtgerüst stabil, etwa. Oh. Okay, dann muss ich aber irgendwie dafür da hochkommen. Ich glaube, bei der Bar komme ich eher nicht nach oben. Wie viel Instinkt habe ich denn? Nicht sehr viel. Und hier komme ich auch nicht wirklich weiter. Hier wäre wahrscheinlich feindliches Gebiet. Okay, davor muss ich mir noch ganz kurz angucken, wie es da drin weitergeht. Hä, muss ich hier?
hier überhaupt rein? Wo soll ich es probieren? Da hinten oder da? Ich glaube, ich probiere es da hinten. Und wenn, dann müssen wir halt wieder einen Kontrollpunkt laden. Die Wache steht da immer noch. Oh. Der hat mich da okay. Der hat mich da gesehen. Okay, niemand hat mich gesehen. Das ist schon mal gut. Nach unten, nach unten, nach unten, nach unten. So, Nummer 1. Was habe ich denn hier? Oh. Aber erstmal verstecken und dann hätte ich hier gerne meinen Hackbeil wieder. Hallo, ich hätte gerne meinen Hackbeil. Danke. Da war einer. Da war einer. Alter. Erstmal verwirrt sein. So, jetzt will ich mir ganz kurz über meine Musik etwas leiser machen. Warte, ich bin doch feindlich. Begleiten. Okay, 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 okay. Wie komme ich da hin? Munition. Und da hinten liegt das Gewehr. So. C4. Warum C4? Hä? Wieso C4? Das war nicht sehr angenehm. Oh nee. Aber was haben wir hier? Ein Sniper. Was ist das hier? Muss ich kurz gucken. Nee, ich will auf jeden Fall die hier. Aber kann ich das C4 zum Beispiel jetzt nehmen? Ah, okay, das kann ich schmeißen. Aber ich brauche jetzt irgendwie noch einen Platz, wo ich mit meiner Sniper rumsnipern kann. Und das wird, glaube ich, nicht leicht zu finden sein. Denke ich mir, ja. Boah. Schraubendreher. Ja. What? Oh oh. Erstmal Instinkt verbrauchen.
Komm, geh. Ja, brav. Oh, ich muss das so blöd rumgucken. Der steht da, der steht da. Ja, komm, auf. Mach jetzt. Okay, jetzt geht er weg. Kann ich das öffnen? Okay. Sie kommen mir nicht bekannt vor. Hey, können Sie mal herkommen? Ja. Hey, Mr. Maskerade. Sie haben sich über Schreibstein rein. Kuh. Leer. Kuh. Was soll denn der Kack? Sind jetzt. Ich will mich verarschen. Du willst mich doch. Ganz im Ernst verarschen. Wo ist der jetzt hin? Wer schießt denn da? Was jetzt? Sanchez ist entkommen. Boah. Was soll der Kack? Warum steht er? Oh nee! Also es tut mir jetzt furchtbar leid, aber das müssen wir jetzt leider in der nächsten Folge fortsetzen. Und ich hoffe trotzdem, dass es euch gefallen hat. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Hitman. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.